bei den Bildern, die Ihnen gefallen, nicht, was ich erzählen kann, ist so wichtig wie Bilder und Strukturen, die auch gezeigt werden. So, damit haben wir uns verstanden. Ich gehe relativ zügig durch und wer mir folgt, der folgt mir. Und wer einen wunderschönen Bild hängen bleibt und unbedingt erwerben möchte, so, das Erste, was wir uns heute angucken zusammen, sind die Arbeiten hier in der allerersten Koje direkt am Eingang, die Arbeiten von Lothar Mohl. Ich habe gestern das große Vergnügen gehabt, ein wenig auch mal privat unter Kollegen draußen mit einem Kaffee zu stehen und mich ein bisschen zu unterhalten. Und ich habe mir auch die Erlaubnis abgeholt, mit Lothar Mohl als einen unverwertierten Menschen zu outen. Und damit möchte ich auch anfangen, weil wenn wir uns diese Bilder angucken, die hier im Hintergrund, und der Lothar Mohl steht hier, steht zu seinen Bildern, nicht vor seinen Bildern, dann gucke ich auch so. Dann sehen wir, haben wir zwei Botschaften im Kopf. Zum einen sehen wir die Kraft, die Expressivität in den Arbeiten, die hier ausgestellt sind. Auf der anderen Seite dieses kleine Bekenntnis, ich bin ein introvertierter Mensch. Für mich unglaublich spannend, weil es hat die Möglichkeit, ein bisschen über das Temperament oder den Umgang mit dem Temperament der Künstlerkollegen zu spekulieren. Wer sich als introvertierten Menschen bezeichnet, bezeichnet damit seine gedachte Außenwirkung. Seine gedachte, seine angenommene oder auch erfahrene Wirkung auf andere Menschen. Und ich kann es mir vorstellen, dass ein Mensch in seiner Art und Weise zu kommunizieren, mit großer Vorsicht, nie vorauseilend, nie jemanden auf das Füßchen treten, ein eher introvertierter Charakter ist, der sich selbst als nach innen bezogen erlebt und dann zwei Seelen schlagen ab in meiner Brust, haben wir da gleichzeitig die Persönlichkeit eines Künstlers. Ein Künstler, der sich äußern will, der sich äußern muss und der auch vorbehaltlos sich äußern muss, ohne irgendeinem äußeren Einfluss mehr Gewalt zu geben als seiner eigenen inneren Stimme. Das heißt, ein bisschen eine gegenteilige Haltung zur Introversion. Ich muss bereit sein, mich zu äußern. Und dann erleben wir unter Umständen eine unglaublich große Spannung und Spannung in einer einzelnen Persönlichkeit. Ein persönliches Auftreten nach außen, reserviert, vorsichtig, wird in dem künstlerischen Ausdruck, wo alle Konditionen nicht mehr gelten, plötzlich zu einer unglaublichen Äußerung von ungeheurer Kraft, Entspannung und Entschiedenheit. Dass das nicht eine lineare Geschichte ist mit dieser äußeren Spannung, dass die oder mit dieser äußeren Präsenz, in der Präsenz in den Arbeiten, ist der Tatsache geschuldet, dass natürlich es gibt zwei gleichwertige Seelen in dieser Welt. Wir sehen Arbeiten, die aus einer Überlebensphase heraus, aus einer Stimmungssuche heraus, mit unglaublicher Kraft und Vehemenz und ohne Rücksicht auf Verluste auf die Leinwand gebracht sind. Da oben. Ja? Wir erleben aber auch bei den gleichen Künstlern Prozesse, wo ein kraftvolles Sich-Äußern, ein Zurücknehmen, ein Überlagern von Äußerungen zu einer vielschichtigen Arbeit führt, die nicht der direkte erste Wurf ist, hier oben, sondern die tatsächlich vom Aufbau des Bildes her und von der Wirkung der Farben, wo kommt die Farbe her, führen lassen, dass hier sehr, sehr wohl mit dem Bildgegenstand, also mit der Bildabsicht gekämpft worden ist. Ein sehr fruchtbarer Kampf, der quasi Stimmung auf Stimmung legt, bis ein Gesamtbild entsteht, das sozusagen die Beschreibung eines inneren Prozesses darstellt. Das heißt, das, was in dem Künstler abgegangen ist, in seiner Gefühlswelt, in seiner Vehemenz sich äußern zu wollen, wird letztendlich zu einer Geschichte, die Schicht auf Schicht sich überlagert und nur noch im Gesamten erlebbar ist. Es ist nicht mehr zu entschlüsseln unbedingt, wann die mutige grüne Farbe und gelbe Farbe da war und wann dann ein anderer Effekt irgendwann mal darüber gelegt worden ist, damit das nicht so hart ist mit dieser gelben Farbe. Und plötzlich sind wir im Komplementärton und wir haben noch stärker als die gelben durchscheinenden Flächen plötzlich sehr frische, kraftvolle, blaue Zeichnungen auf diesem Bild. Das heißt, eine Vielzahl von Situationen ist übereinander gelegt und führt zu einem solchen Bild.
was nebenbei gesagt, auch das für einen introvertierten Menschen besonders bezeichnend, ist nur, ich glaube, ein Drittel eines Gesamten. Das heißt, die gleiche Person, die mit Recht behauptet, sage ich jetzt mal, ich bin eher introvertiert, ich bin nicht so schnell die Rampensau, ich bin nicht so schnell derjenige, der ganz vorne ist und sowieso am besten weiß, aber wenn ich mal die Entscheidung gefällt habe, hatten wir eben noch ganz kurz, dann bin ich auch eigentlich nicht mehr zu halten. Und die Entscheidungen zum Bild, zu einem Bild kommen zu wollen, die muss der Maler an jedem Punkt seines Malprozesses immer wieder treffen. Wir haben in dem oberen Bild die Entscheidung des Künstlers, nach dem ersten mutigen Wurf eigentlich nur dem Zerstören der weißen Leinwand zu sagen, in aller Demut zu sagen, jetzt kann ich dazu nichts mehr sagen, das ist zu Ende geäußert, das ist fertig. Die gleiche Person, und da zeigt sich auch wieder dieses nicht effektvolle, dieses nicht, ich springe mal eben in den Vordergrund, sehen wir in der Arbeit unmittelbar darunter. Seltsamerweise gewinnen die Arbeiten sehr gut miteinander, während hier oben die schnelle Entscheidung, das Wesensmerkmal ist, und auch in der Kraft des Bildes immer präsent bleibt, ja, jetzt eine Nacht, haben wir wiederum einen Arbeitsprozess vor uns liegen, der, genau wie ich Ihnen erklärt hatte, durch sehr häufiges die Frage stellen, wieder überarbeiten, wieder nicht passend finden, wieder etwas aufmalen, wieder teilabdecken, langsam, schichtweise, Schritt für Schritt, in einer inneren Diskussion sozusagen gefertigt wird und diese Diskussion nicht tatsächlich dann so lange geführt werden, bis der gleiche Geist sagen kann, das ist jetzt nicht genauso gültig wie da oben der erste. Eine große Spanne an kreativen Möglichkeiten in dieser Malerei und das Ganze mit einer sehr angenehmen introvertierten Persönlichkeiten. Okay. Der Künstler ist hier. Er ist gerne zum Gespräch bereit. Ich lade Sie ein, mit mir weiterzugehen an die Folie 09 zu Barbara Nissen.